Hey, Haukartoffeln, ein weiteres Dragon's Dogma 2 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und im heutigen Video gibt es wirklich eine Menge zu besprechen. Zunächst einmal hat Capcom gestern einen neuen Patch veröffentlicht und was der alles ändert, gehen wir gleich im Detail durch. Darüber hinaus gibt es aber auch die ersten Vergleichsvideos zum letzten Update und wie viel, wenn überhaupt, die wirklich gebracht haben. Wie viele FPS gibt es denn nun auf der Konsole und lohnt sich der Kauf, falls ihr bisher gewartet habt, weil ihr nur von der schlechten Performance gehört habt? Und ja, dahingehend kann ich euch beruhigen. Und dazu passend gibt es auch offizielle Verkaufszahlen von Capcom. Wie gut hat sich Dragon's Dogma 2 denn eigentlich verkauft? Und wird es da einen Nachfolger geben? Lohnt sich das, auch weiterhin inhaltliche Updates zu liefern? Vielleicht ein DLC? Die Verkaufszahlen geben da auf jeden Fall immer gut Rückschluss. Aber zu guter Letzt gibt es auch nochmal richtige DLC-Hinweise, die es im Spiel selbst gibt. Und eine Zusammenfassung aus alten Interviews und Umfragen, die eigentlich schon ziemlich klar darauf hindeuten, dass wir einen größeren DLC erwarten dürften. Aber starten wir erstmal mit dem, was wir heute bekommen haben, beziehungsweise gestern, und das ist ein neuer Patch. Der war bei mir auf der PS5 knapp 500 MB groß, der ist aber natürlich auch für die Xbox und den PC rausgekommen, diesmal ausnahmsweise für alle Plattformen gleichzeitig. Beim letzten Mal musste die Xbox ja noch ein paar Tage warten, aber gucken wir mal, was Capcom hier selbst gepostet hat. Das Update für Dragon's Dogma 2 ist jetzt für alle Plattformen verfügbar. Es enthält einige Problemfixes, die den Fortschritt in einigen Quests verhindert haben. Alle Details hier unter diesem Link, gucken wir uns gleich an. Wir werden euch für zukünftige Updates auf dem Laufenden halten. Also, es sind auf jeden Fall auch noch weitere Updates geplant. Unter diesem Link finden wir dann eine detaillierte Auflistung der Problemfixes. Einerseits Probleme, die behoben wurden, die den Fortschritt bei einigen Aufträgen verhindert haben. Und einige Fixes bezüglich Geländeproblemen, die dazu führen konnten, dass Charaktere stecken blieben, was mir tatsächlich ziemlich oft im Verlauf des Spiels passiert ist, sowie weitere verschiedene Fehlerkorrekturen. Da wird leider nicht gelistet, was damit genau gemeint ist, sonst würde ich euch das gerne mitteilen. Aber was kann ich allgemein zu dem Patch sagen? Nun, man merkt schon, das ist ein kleinerer, der wird die Performance überhaupt nicht verändern. Also es ist wirklich nur auf inhaltliche Blockaden gerichtet. Ich vermute aber auch, dass Capcom weitere Teams hat, die sich jeweils auf ein Fachgebiet spezialisieren. Ein Team, was für die Performance zuständig ist, was hoffentlich schon an weiteren Patches arbeitet, weil gerade auf dem PC muss unbedingt noch nachgeliefert werden, aber auch auf der Konsole ist durchaus noch Nachholbedarf bei den ein oder anderen Themen. Und auf der anderen Seite eben sowas wie, dass neue Features implementiert werden oder Quality of Life Sachen, wie dass man eben ein neues Spiel direkt vom Spiel aus starten kann. Und dann Teams, die dazu da sind, dass wirklich die klaren Bugs gefixt werden. Eben sowas wie, dass man in der Landschaft irgendwo stecken bleibt, weil man den Berg hoch wollte, weil man denkt, oh, vielleicht ist da oben was, und auf einmal ist man zwischen zwei Spalten gefangen und kommt dann nicht mehr raus und muss das Spiel neu laden. Das kann ja so nicht sein. Genau das gleiche natürlich bei Questfortschritt ist super wichtig, dass sowas möglichst früh in Angriff genommen wird, von dem her völlig verständlich, dass Capcom das relativ weit oben auf deren Prioritätenliste hat, weil das ja wortwörtlich dafür sorgt, dass Spieler das Game nicht weiterzocken können, weil sie entweder in der Quest oder im Gelände stecken bleiben. Ich hoffe aber, das war es jetzt mit diesen Fixes und wir können uns weiter auf die Performance konzentrieren, die besser zu machen und dass wir neue Features und coole Inhalte sowie Quality of Life Updates bekommen. Klar, es gibt auch noch weitere Bugs, wie zum Beispiel, dass irgendwelche Drachen oder andere Monster einfach so random in der Stadt spawnen können. Also ich glaube, das ist so nicht ganz vorgesehen, oder dass manchmal KI-Begleiter einem nicht richtig folgen, die Wegfindung immer noch nicht perfekt ist und so weiter. Auch, dass Begleiter gerne mal einfach so mit dem Gesicht voraus auf den Boden klatschen, wenn man einfach nur eine Leiter runtergehen möchte. Also ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Bugs, die gefixt gehören, aber die Performance sollte jetzt vor allen Dingen jetzt erstmal Vorrang bekommen, denn da gibt es noch die meisten Probleme gerade auf dem PC. Auf den Konsolen ist es ja mit dem letzten Update schon besser geworden und darauf können wir auch noch kurz eingehen. Die Xbox hat dieses Update mittlerweile auch bekommen. Das hat auch ein paar Ingame-Dinge verändert, wie zum Beispiel die Kunst der Metamorphose, die man jetzt 99 Mal kaufen kann und nicht nur zweimal, dass man jetzt schneller an die Quest vom Haus rankommt, dass man auch das neue Spiel direkt vom Spiel aus starten kann und nicht irgendwie ins Menü muss oder in die Systemeinstellungen. Aber das Wichtigste waren auf jeden Fall die neuen Performance- und Grafikeinstellungen. Dass man Raytracing und Motion Blur jetzt ein- und ausschalten kann, sowie dass man das Ganze auf 30 FPS begrenzen kann. Und dazu gibt es mittlerweile auch ein ausführliches Performance-Test-Video von Digital Foundry, was ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke, zu den neuen Einstellungen und wie viele FPS jetzt tatsächlich erreicht werden können auf den verschiedenen Konsolen.
Generell ist es so, dass Raytracing, wenn es aus ist, auf jeden Fall an unnatürlicher Beleuchtung und Schattenwurf erkennbar ist. Und ich habe dazu mal ein paar Vergleichsbilder aus dem Testvideo genommen und man sieht den Unterschied gerade innen, dass die Beleuchtung ziemlich unnatürlich ist, wenn man selbst hinten im Raum noch die gleiche Beleuchtungsstärke auf dem Boden hat wie ganz am Anfang, obwohl das ganze Licht ja eigentlich durch die Tür kommen müsste und deswegen macht das so gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite ist es gar nicht so schlecht, weil es doch schon ziemlich dunkle Ecken in Dragon's Dogma gibt. Also theoretisch hat man dadurch ein bisschen bessere Sicht. Aber klar, es ist nicht realistisch und wenn man eine coolere Optik haben will, dann sollte man natürlich mit Raytracing spielen. Auf der anderen Seite ist das große Manko davon, dass man Frames verliert. Und wenn man das ausstellt, hat man weniger Schwankungen und ein flüssigeres Spielerlebnis. Und das macht es für mich, aber auch für viele andere wert, ausgeschaltet zu werden, auch wenn man dann auf die super coole Lichtstimmung verzichtet. Mir ist erstmal wichtig, dass das Spiel rund läuft und vor allem flüssig ist, gerade in den Actionsequenzen und in der Stadt. Und Raytracing und irgendwelche anderen Spielereien, die können dann gerne nochmal on top kommen, aber sind kein Muss für mich. Ich finde, Dragon's Dogma 2 sieht auch ohne toll aus. Und auch mit dem nicht ganz realistischen Licht- und Schattenwurf finde ich es trotzdem noch hübsch. Also von dem her, gerne aus, gerne im FPS. Aber wie viele hat man denn jetzt nun wirklich? Zunächst einmal kann man feststellen, dass man 10 bis 15 mehr hat, wenn man es ausstellt. Manchmal sogar die 60 FPS, die erreicht werden, wenn man stillsteht und nicht so viel in der Umgebung abgeht. Also tatsächlich werden 60 FPS schon erreicht, aber nicht konstant. Und vor allem in der Stadt geht es manchmal runter bis auf 30 bis 35. Es gibt also immer noch Verbesserungsbedarf, auch wenn es schon deutlich besser geworden ist, aber 30 FPS in der Stadt sind nun mal grenzwertig und ich würde mir auch konstante 60 FPS wünschen, das würde auch viele Leute von einem Kauf überzeugen, denke ich. Und auf dem PC gibt es natürlich noch die meisten Probleme, da werden teilweise die 60 FPS auch nicht erreicht und noch dazu kommen Abstürze und krasse Ruckler und Lags dazu, die natürlich hoffentlich bald in Angriff genommen werden, also das sollte deren höchste Priorität sein. Aber um nochmal auf die Konsolen zurückzukommen, da gibt es auch die Option, das Ganze auf 30 FPS zu maximieren, dass also die Grenze eingerichtet wird und dass man sagt, okay, ich will niemals darüber gehen, in der Hoffnung, dass ich die 30 dafür konstant halte und das ist leider nicht der Fall. Das ist deswegen keine gute Idee, das anzustellen, weil es trotzdem in der Stadt noch manchmal schwankt zwischen, ich sag mal 20 und 30, anstatt zwischen 35 und 45, wenn man diese Grenze nicht einrichtet. Man hat also die Schwankungen so oder so, nur dass man halt einfach die Grenze künstlich nach unten setzt dafür. Es ist also dementsprechend keine gute Idee, das anzustellen. Stattdessen sollte man auf jeden Fall auf Variabel gehen, da hat man immerhin die Option, dass es manchmal sogar 60 FPS erreichen kann, auch wenn es dann nicht konstant ist. Und Motion Blur ist für mich auf jeden Fall die richtige Wahl, das auszustellen, aber es verdeckt auch etwas das leichte Ruckeln beim Drehen der Kamera, also das ist einfach Geschmackssache, was ihr da lieber wollt. Ich finde es deutlich schöner und klarer, wenn es ausgestellt ist. Und im direkten Vergleich hat die Xbox diesmal tatsächlich in fast jeder Situation die Nase vorn und die bessere Performance abgeliefert, von 5 bis 7 mehr Frames in fast allen Vergleichsbildern. Dafür gibt es ohne Raytracing auf der PS5 manchmal die bessere Version der Lichtstimmung, aber ganz ehrlich, das ist nur ein schwacher Trost für mich. Ich würde mit Kusshand lieber mehr FPS nehmen und bin da ein bisschen neidisch auf die Xbox, aber ich hoffe natürlich, dass alle Konsolen konstante 60 FPS noch erreichen werden, denn laut Digital Foundry gibt es durchaus noch einige Grafikeinstellungen, die man ausstellen könnte und die die FPS noch weiter boosten könnten. Aber das war's mit dem, was wir bisher bekommen haben. Wie sieht's denn mit der Zukunft aus? Gibt es da weitere kleine Updates und Patches? Also laut Capcom, ja, auf jeden Fall. Das ist geplant und das schreiben sie auch immer wieder bei dem Release der bisherigen Updates, dass noch weitere folgen werden, sowie auch bei der Umfrage, dass im Sommer noch eine weitere kommen soll. Da scheint also schon ein bisschen was geplant zu sein. Vielleicht bekommen wir im Sommer tatsächlich ein paar weitere Ankündigungen. Aber ja, die Performance auf dem PC muss noch weiter verbessert werden. Das ist momentan einfach nicht in einem akzeptablen Zustand. Auf den Konsolen kann man es noch einigermaßen durchwinken. Da haben wir zwar auch keine 60 FPS, aber ich sag mal 30 bis 45 sind ja schon akzeptabel. Und darüber hinaus kaum Bugs und keine Abstürze, zumindest bei mir. Und ich habe auch keine großen Meldungen darüber gehört. Auf dem PC allerdings schon, also da muss man nachliefern. Und das kann sich ja auch finanziell für Capcom lohnen. Denn momentan haben wir immer noch auf Steam viele Kritiker und negative Steam-Bewertungen, da ist es immer noch gemischt. Und wenn das verbessert wird, dann wird mit Sicherheit auch der Buzz ein bisschen positiver rund um Dragon's Dogma und die Verkaufszahlen werden wieder angetrieben. Und apropos Verkaufszahlen,
Capcom hat da schon ein bisschen was veröffentlicht, nämlich schon am 2. April, also 10 Tage nach der Veröffentlichung, oder 10 Tage, ist Dragon's Dogma 2 tatsächlich schon über 2,5 Millionen Mal verkauft worden und somit hat die Serie weltweit über 10 Millionen Exemplare abgesetzt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das bedeutet natürlich auch, dass wir hier schon eigentlich mit einem weiteren Nachfolger rechnen können. Ich denke, Dragon's Dogma 3 ist sozusagen bei Capcom schon intern abgesegnet. 2,5 Millionen in ein paar Tagen, das ist mal eine Hausnummer. Das ist für Capcom auch nicht selbstverständlich. Sie haben zwar die Monster Hunter Serie, die auch noch gut läuft, sogar besser als Dragon's Dogma, aber darüber hinaus ist das deren krassestes Zugpferd neben Resident Evil. Also da kann man schon darauf aufbauen und ich hoffe, das machen sie auch mit weiteren inhaltlichen Updates. Denn einige sind ja auch schon durch, selbst mit dem New Game Plus. Und da gäbe es durchaus einige Möglichkeiten, neue Anreize zu liefern, um die zum Zurückkommen zu bewegen. Zum Beispiel einen Hard Mode. Das würden sich sehr viele Leute wünschen, dass man einfach im New Game Plus oder in den Einstellungen jederzeit auf einen schweren Modus wechselt, weil es ist nach einer Zeit doch schon relativ einfach durchzukommen, da man sowas wie den magischen Bogenschützen hat mit seinem One-Shot oder den Wayfarer, den Dieb. Ja, da gibt es ziemlich viele krasse Kombinationen, die man so machen kann, womit Bosse in Sekunden fallen. Aber natürlich auch darüber hinaus ein paar New Game Plus Änderungen, wo noch mehr in der Welt verändert wird zum ersten Durchgang. Oder neue Bosse, Missionen, aber auch ein größeres DLC, das würde ganz klar für einen Boost sorgen und dass die Leute länger im Spiel drin bleiben und die Spielerzahlen oben halten. Und es gibt tatsächlich mehrere Hinweise auf eine zukünftige Erweiterung für Dragon's Dogma 2. Das Spiel ist draußen und die Leute fragen bereits nach einem DLC. Und obwohl es keine veröffentlichten Informationen dazu gibt, gibt es mehrere Hinweise darauf, die stark hindeuten, dass das Spiel eine Art Erweiterung haben wird. Und da gibt es einige Ingame-Hinweise, aber auch außerhalb durch Interviews und Umfragen, die Hinweise auf einen möglichen DLC liefern. Zum Beispiel einen Ladebildschirm, den es bereits jetzt im Spiel gibt, der von einem nördlichen Land redet. Der Norden des Kontinents ist die Heimat einer antiken Nation. Aber die Aufzeichnungen über deren Existenz sind selten und da hat es keinen Kontakt mehr mit deren Leuten seit über einem Jahrhundert gegeben. Und tatsächlich gibt es auch einen Helm im Spiel, den ich schon entdeckt habe, der ebenfalls von dieser antiken Nation im Norden redet. Das machen die tatsächlich ganz gerne, die Entwickler, so ein paar kleine Lore-Hinweise streuen. Oder noch offensichtlicher, Monster, die es gar nicht im Spiel gibt, aber als Ladebildschirme. Wie hier zum Beispiel dieser Dämon mit Flügeln oder die Hydra. Ein Boss, den es im ersten Teil von Dragon's Dogma gab, den sich so viele Leute zurückwünschen. Und ich auch. Die Hydra war ein unglaublich cooler Bossfight. Also, da gab es ja mehrere Sachen im ersten Teil. Auch in Cockatrice zum Beispiel. Dieses Riesenhühnchen sozusagen. Das waren ja coole Bosse, die man eigentlich so auch übernehmen könnte. Wie auch beim Zyklopen zum Beispiel passiert ist. Und bei den Drachen. Also, ich glaube, da haben sie schon noch ein bisschen was in der Hand, weil warum sollte das sonst so als Ladebildschirm schon da sein? Also, entweder ist es Cut-Content, der mal geplant war, oder Inhalt, der von Anfang an geplant für DLCs zurückgehalten wurde. So oder so wird es wahrscheinlich vom Verkaufserfolg abhängen, ob das released wird, und da die Verkaufszahlen für sich sprechen, denke ich, werden wir auf jeden Fall sowas noch bekommen. Gerade neue Bosse kann das Spiel sehr gut vertragen, weil die Gegnervielfalt, die ist schon manchmal relativ mager hier und da. Also von mir aus kann es nochmal die doppelte Menge an Bossen geben und an normalen Gegnern. Wie oft habe ich irgendwelche Wölfe bekämpft oder sonst was? Ja, die werden nochmal in einer anderen Version dann in der Wüstengegend auftauchen, aber da kann gerne nochmal wirklich komplett was anderes dazukommen, das ein bisschen Abwechslung liefert. Und jetzt kommen wir zum Interview, was ziemlich interessant ist, was vor einem Jahr schon mit Eurogamer geführt wurde. Und wo der Chefentwickler vom Spiel sagt, dass das Basisspiel 10 Laufbahnen beinhalten soll. Also sieht's hier unten. Er erzählte mir auch, dass anders als viele Fans anscheinend angenommen haben, die bisher gezeigten Berufungen tatsächlich die volle Menge sind, die im Basisspiel verfügbar sein werden. Es gibt 10 Berufungen im Spiel, die 10 da draußen haben wir öffentlich gemacht, sagte der Chefentwickler. Also das Basisspiel, da sind natürlich einige dann hellhörig geworden, denn das bedeutet, dass es erweitert wird und dass da neue Laufbahnen mit DLCs hinzukommen, wenn man diesem Wortlaut Glauben schenken darf. Aber da wäre ich vorsichtig, denn der Interviewer hat das geschrieben. Das ist kein direktes Zitat vom Chefentwickler so gesehen. Also da wäre ich mal vorsichtig, was diese Interpretation angeht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich auch weitere Laufbahnen bekommen. Ich würde mich natürlich darüber sehr freuen. Die reden auch hier über den mystischen Ritter, der ja im ersten Teil sehr, sehr beliebt war und warum der ersetzt wurde durch die mystische Klinge.
und dass sie halt nochmal alles Mögliche an den Klassen rumgefeilt haben und zum Beispiel auch den Strider aufgeteilt haben, den Bogenschützen und den Dieb und sowas. Also ziemlich interessant, ich werde auch das Interview mal unten für euch verlinken. Und darüber hinaus gab es natürlich noch die Umfrage, die ich euch schon im letzten Video dazu gezeigt habe, wo es explizit um DLCs geht. Ob man welche kaufen würde, wie viel man zahlen würde und was man sich dafür Inhalte wünschen würde. Und da plant Capcom ja wie gesagt noch eine weitere Umfrage, aber ich denke, sie werden jetzt schon an DLCs arbeiten, haben das vielleicht schon im Verlaufe des Hauptspiels gemacht, gesagt, okay, das könnte man noch in den DLC verpacken. Ich hoffe nicht, dass sie extra Inhalte rausgestrichen haben, die sie eigentlich zu Release schon fertig hatten, wie zum Beispiel eben schon Hydra oder den Dämon, und die dann extra nochmal verkaufen wollen, aber so würde ich Capcom eigentlich nicht einschätzen. Die geben auch oftmals gerne Gratis-Content noch nach Release raus. Und vielleicht werden da auch die fehlenden Bosse noch nachgeliefert. Das haben sie ja bei Monster Hunter World auch ganz gerne gemacht, dass dann so ein Dämonio noch nachkam oder so Kollaborationen, wo auf einmal der Waldschrat von Witcher zu bekämpfen war und das alles gratis. Und wie cool wäre es, wenn auf einmal irgendwelche Monster von Monster Hunter jetzt auch noch hier auftauchen. Also ich würde das sehr feiern. Ein Rathalos zum Beispiel, wobei Drachen haben wir sowieso, das würde sowieso sehr gut passen, aber auch super viele andere, die da sehr gut in die Welt passen würden. Ich würde es mir wünschen und ich glaube, Capcom hat da noch einiges in der Hinterhand. Das würde sich auf jeden Fall auch für die lohnen, weiter positives Feedback und Hype aufzubauen, auch für deren nächsten Monster-Teil, der ja sehr ähnlich funktionieren wird. Laut Leaks ist das ja auch dann eine Open World, wo man jederzeit sein Lager aufschlagen kann, wo man kochen kann, wo man sich eben wieder ausstatten kann, was ja dann doch schon sehr an Dragon's Dogma 2 erinnert, wo sie mit Sicherheit sehr viele Learnings daraus gezogen haben. Ich hoffe auch, was die Performance angeht und dass das dann direkt in einem besseren Zustand releasen wird. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Schreibt mir jetzt erstmal sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war es erstmal von meiner Seite. Ich versuche wie immer auf alles einzugehen, sobald es das hergibt. Verabschiede mich aber jetzt erstmal. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.